Multiplikation von Brüchen. Eigentlich eine total leichte Geschichte. Warum total leicht? Weil ich Folgendes machen kann. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Das heißt also, wenn ich eine Aufgabe die heißt 1/2 mal 2/9, sage ich 1 mal 2 und 2 mal 9 und schreibe die Ergebnisse einzeln hin. Wir wissen das schon, wir können kürzen. Kürzen, ne? Das Kürzen hatte ich hier nochmal gezeigt. Ich kann also hier rückwärts gehen. Ich kann auch sagen, hier die 4 Viertel teile ich durch 2 oben und unten. Kürze also, habe ich hier 2 halbe. Und wenn ich das nochmal mache, habe ich ein Eintel. Das geht auch. Ansonsten ist bei der Multiplikation nichts weiter dabei. Eins vielleicht noch. Ich werde das mal aufschreiben. Nochmal extra, damit das vielleicht besser auffällt. Wenn ich hier ein halb mal 2/9 habe, dann kann ich das auch auf gemeinsamen Bruchstrich schreiben. Und wenn mir die Kürzerei hier nicht so richtig schick erscheint, dann steckt doch Folgendes dahinter. Ob ich sage 1 mal 2 oder 2 mal 1 ist dasselbe. Also könnte ich auch die 2 und die 1 vertauschen. Und hier unten lasse ich die 2 und die 9 so stehen. Und jetzt kann ich richtig schön untereinander kürzen und kann sagen 2 durch 2 ist 1, 2 durch 2 ist 1. Und dann bleibt auch letzten Endes 1 mal 1 ein Neuntel übrig, denn unten 1 mal 9 ist 9. Das geht auch. Also man kann durch Vertauschen der Reihenfolge kann man das alles machen. Jetzt hatte ich hier eine Aufgabe gezeigt. Ich mache das nochmal und zeige das nochmal, was hier passiert ist. Hier in diesem ganzen Kram kamen 2 Neuntel raus. Wie setzte sich das zusammen? Wenn man das dann hier einzeln verfolgt, und das ist die Übungsaufgabe, dann lässt sich das gut anhand der Farben machen, was ich durch was gekürzt habe. Ich schreibe die Aufgabe nochmal hin. 25 mal 26 mal 27 mal 16 und unten drunter 52 mal 75 mal 81 mal 4. Ich könnte jetzt der Übersichtlichkeit halber, könnte ich jetzt die einzelnen Zahlen so lange hin und her ordnen. Die 16 und die 4, die stehen schön. Zum Beispiel die 25 und die 75 unter und übereinander schreiben und die 26 und 52, sodass man das auch so machen kann. Ich zeige jetzt mal noch eine andere Variante, wie man relativ schnell kürzen kann. Ich werde das mal auf einen Schlag machen. Hier hatte ich gezeigt, dass man sich rankürzen kann. Wenn man zum Beispiel nicht weiß, dass die 26 und die 52 beide durch 26 teilbar sind, kürzt man sich ran. Ich mache das nochmal hier in Rot und sagt 26 durch 2 ist 13, 52 durch 2 ist 26 und kürzt sich dann 13 und 26 weiter. Oder man macht es sofort, ich werde es mal schnell ändern, 26 durch 26 ist 1 und 52 durch 26 ist 2. Jetzt nehme ich mir die 75 vor und nehme mal eine andere Richtung des Strichs. Jetzt fällt es besser auf. 25 und 75 sind beide durch 25 teilbar. Also hier ist es 1 und hier gibt es eine 3. 27 und 81 passen sehr schön zusammen. Jetzt nehme ich eine andere Farbe. Durch 27 ist 1, durch 27 ist 3. Die 16 und die 4 sind beide durch 4 teilbar. Und ich habe es schon fast fertig. Na, das wäre die Schnellvariante. Wenn man sich rankürzt, so wie ich das mit der 26 und der 52 gezeigt habe, da ging das so. Wenn ich jetzt hier gucke und sage, Moment mal, jetzt habe ich lauter Einsen übrig. Also da ist dann nichts zu retten. Da kann ich nicht weiter dran rumüben. Aber hier habe ich eine 4, hier habe ich eine 2 und 2 3 und hier wieder eine 1. Dann kann ich sagen, Moment, jetzt, das mache ich in Ocker. 4 und die 2 gehen beide durch 2, ist eine 1. Und hier ist es eine 2. Jetzt bin ich aber fertig. Mehr geht nicht. 1 mal 1 ist 1. Und 3 mal 3 ist 9. Mal 1 ist 9. Und hier oben habe ich 1 mal 1 mal 1 ist 1 mal 2. Aha. Ja, so kommt man auch hin. Es gibt verschiedene Varianten. Ich empfehle die Aufgabe selber nochmal hinzuschreiben. Also blank abzuschreiben. Und dann so lange noch eine andere Variante zum Kürzen zu finden, bis man das hinbekommt. Ich bin dann auf Folgendes eingegangen. Was ist, wenn da steht, wenn die Aufgabe heißt 7 mal 3 49stel? Was passiert dabei? Entweder ich denke mir, das war die erste Variante, ich denke mir still, das ist auch 7 Eintel und dann zähle mal Zehner. 7 mal 3 ist 21 und 1 mal ist 49. Da habe ich es auch möglich. Kürze dann durch 7, denn es geht durch 7, ist nur 3. Das ist 3 durch 7, also 3 Siebtel. Oder
Ich sage, naja, wenn ich das gleich sehe, gleich überschaue, dann kann ich auch die 7, wenn ich das also so mache, die 7 Eintel und die 49, beide durch 7 ist 1 und hier ist eine 7, dann habe ich einmal 3 ist 3 und einmal 7 ist 7. Hier unten und hier oben multipliziert jeweils. Oder. Also, Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Habe ich keinen Nenner, dann kann ich mir einen denken, ne, wie ich das hellblau bzw. hier in schwarz gemacht habe. Was passiert bei dieser Aufgabe? Ich gehe mal noch nicht weiter nach unten. Nehmen wir nochmal an, es steht 0,2 mal 3 Achtel da. Was tue ich dann? 0,2 Eintel könnte ich mir denken. Das habe ich hier in Blau mal gemacht. Wenn ich hier mit 10 erweitere, steht unten eine 10 und oben steht eine 2. Dann heißt die Aufgabe, 0,2 mal 10 ist 2 Zehntel. Ah, 0,2 Zehntel, 0,2 Eintel sind genauso wie 2 Zehntel. Denn 0,2 hat nur eine Kommastelle, deswegen nur Zehntel, denn es hat nur eine 0. Und jetzt mal 3 Achtel. Und jetzt, was mache ich? Kann ich kürzen, die 2 und die 3, das geht sowieso nicht, quer rüber. Die 2 und die 8, die kann ich kürzen. Das gekürzt ist das 1 und das ist eine 4. 1 mal 3 ist gleich 3 und 10 mal 4 ist 40. Mal sehen, was ich hier darunter getan habe. Ich habe das als 2 Zehntel, ich habe es hier genauso geschrieben. Division von Brüchen. Division von Brüchen muss man sich Folgendes merken. Das ist der Dividend und hier hinten ist der sogenannte Divisor. Man darf hier nicht kürzen, also von wegen die 3 und die 15 oder die 4 und die 8 hier drin, in dieser Aufgabe zu kürzen, ist tödlich, das geht nicht. Aber man schreibt die Aufgabe um. Und ich empfehle sowieso, Aufgaben grundsätzlich umzuschreiben. Und zwar, 3 Viertel lasse ich stehen und den Divisor hier, den habe ich, da habe ich das unterste zu ober gekehrt. Man sagt auch das Reziproke gebildet. Manche sagen auch stürzen auf Deutsch. Ich habe hier diesen Bruch gestürzt, das heißt, oben steht es unten und unten steht jetzt oben. Und jetzt kann ich wieder Tippeltoppeltour, 3 mal 15 und 4 mal 8, wenn ich nicht sonst schon vorher die Sache vereinfachen kann, durch Kürzen ausrechnen. Dann bin ich auf einen Schlag fertig. Doppelbrüche. Bei Doppelbrüchen, ne, einmal, das ist hier ein kleiner Bruch, hier unten ist ein kleiner Bruch und das alles ist ein Bruch durch einen Bruch. Naja, nu, dann schreibe ich mir das eben so hin. 3/4 ist die gleiche Aufgabe, bloß mal als Doppelbruch geschrieben. Und dann kann ich so weitermachen. Doppelbrüche im Zweifelsfall so hinschreiben, umschreiben, rechnen. Was aber, wenn da steht 5 durch 3 Zehntel? Naja, dann denke ich mir 5 Eintel. Sage ich 5 Eintel. Und jetzt nicht nochmal durch 3 Zehntel, sondern gleich mal 10 Drittel. 5 mal 10, 1 mal 3, peng, fertig. Wenn ich das so rechnen will, wenn ich sage, das Ding heißt 10 Drittel. Der Name ist Drittel. Ich kann auch sagen 10 Euro. Wenn ich 5 mal 10 Euro habe, sage ich auch 50 Euro. Wenn ich 5 mal 10 Drittel habe, sage ich 50 Drittel. Habe ich 6 mal 7 Fünftel, dann sage ich 6 mal 7 ist 42 Fünftel. Den Namen behalte ich, denn hier unten ist kein Name. So kann man sich es auch merken. Das geht auch so. Ganz allgemeine Buchstaben, ein Doppelbruch. Lieber nochmal hinschreiben. Na und? Und dann wird multipliziert. Puh, keinen Schreck kriegen. Ein anderes Beispiel, was ich hatte, nochmal dargestellt hatte, war das. Wenn ich V gleich S durch T diese Formel umstelle nach T, okay, dann habe ich diese Formel und kann T ausrechnen. T wie Time. Wenn ich, und jetzt kommt es mir auf diesen Doppelbruch an, wenn ich also 4 Meter pro Sekunde gegeben habe, man kann es auch so schreiben, 4 und dann mal Meter pro Sekunde dahinter und S als Strecke 100 Meter gegeben habe. Und das sind diese Formel hier. Diese Formel praktisch mit diesen Werten hier mit Leben erfülle, einsetze. Dann steht S oben 100 Meter und unten 4 Meter pro Sekunde. Ne? Dieses 4 Meter pro Sekunde. Wenn ich weiß, dass das, was ich hier eben dargestellt habe mit diesen Doppelbrüchen, dass das sowieso irgendwann so kommt, schaut mal hier. 3 Viertel durch 8 Fünfzehntel. Durch. Einmal hier durch, einmal hier durch. Dann heißt es doch, die 15 wandert sowieso oben auf den Bruchstrich drauf. Wenn ich mir das merken kann, so, ja, dann schreibe ich es nicht erst so um, wie ich es hier gemacht habe, wie es hier dann weitergeht, sondern ich kann auch wie folgt vorgehen. Ich kann sagen, 100 durch 4 bleibt ein normales durch. 100 Meter, Meter, durch Meter bleibt ein normales Meter. Ja, hier. Aber durch und nochmal durch heißt,
durch und dann Bruchstrich und umgekehrt, nämlich durch, dann rutscht das S oben auf den Bruchstrich. Und eine Zeit gibt man in Sekunden an. Die Meter kürzen sich raus. Oder ich mache es wieder in Tippeltappeltour. Ne? T ist gleich 100 Meter geteilt durch 4 Meter pro Sekunde. T ist also 100 Meter mal, Achtung, die 4 und das Meter stehen auf dem Bruchstrich, müssen jetzt unter dem Bruchstrich. Ich stürze den Divisor. Hier ist er wieder gestürzt und das S von der Sekunde wandert hoch. Das stand nämlich vorher unten. 100 Meter mal S durch 4 Meter. Die Meter kürzen sich. Ich komme auf 25 Sekunden. Das würde hier auch rauskommen. 100 durch 4 ist 25 Sekunden. Also, das ist eine Frage der Übung. Die sollte man machen. Was ist, wenn da steht, bevor ich zu den Mischvarianten komme, was ist, wenn da steht 5 durch 1,5? Dann schreibe ich noch gut. Entweder 5 Eintel hier. Und jetzt statt durch 1,5 mal 2 Eintel, also umgedreht, gestürzt diesen Divisor. Dann heißt es 5 mal 2 ist 10 und 1 mal 1 ist 1. Und wenn ich hier Eintel hingeschrieben hatte, dann habe ich das weggestrichen. Durch 1, das lohnt sich nicht. Oder ich sage, ich schreibe das wieder um als 5, lasse ich so stehen, nicht Eintel draus machen. Und der, jetzt heißt es ja nicht durch 1,5, sondern mal 2 Eintel. Und auch das könnte ich mir hier schenken. Das fällt weg, 5 mal 2 ist 10. Dadurch kommt sowas. Durch ein Bruchteilen heißt, im Allgemeinen wird es größer. Mischvarianten der Bruchrechnung. Was ist bei 3 Zehntel durch 0,2 Eintel? Durch 0,2, das Eintel habe ich dazu gespindelt. Ganz einfach. 3 Zehntel lasse ich und mal ein 0,2. Jetzt kann ich sagen, 3 mal 1 ist 3 und 10 mal 0,2 ist 2. Komme ich so drauf. Oder ich sage 3 Zehntel, ne, die gleiche Aufgabe, geteilt durch 0,2. Schreibe ich als 3 Zehntel geteilt durch 2 Zehntel. Hier durch 0,2. 0,2 sind 2 Zehntel, da ist er. Das schreibe ich wieder um als 10 halbe. Ne, 2 Zehntel ist 10 Zweitel. Und dann kommt wieder, zähle mal 10er, nenner mal nenner, 3 mal. Aber halt, ich habe hier noch gekürzt die 10. 10 durch 10 ist 1, 10 durch 10 ist 1. Also habe ich bloß noch 3 mal 1 ist 3 und 1 mal 2 ist 2 zu rechnen. Ein anderes Beispiel dazu. 5 durch 0,35. 5 Eintel durch 35 Hundertstel. Das hier sind 35 Hundertstel. Umgeschrieben als 135. Die 5 mit den 35 gekürzt. Ich hätte auch hier schon kürzen können, müsste aber dann trotzdem das Reziproke bilden. 5 mal 100 ist 100 und da unten steht noch einmal 7. Das kam nämlich nach dem Kürzen, war das übrig. Ne? Daher kommt das. 1 mal 7 ist 7. Anders geschrieben, 5 durch 0,35 kann ich auch schreiben als Bruch. In Bruchschreibweise, grün. 5 durch 0,35. Wenn ich jetzt mit 100 erweitere, weil ich hier zwei Kommastellen wegzubombardieren habe, dann durch eine Kommazahl ist immer ein bisschen ängstlich, sehen die Leute immer ein bisschen rot, dann sage ich, okay, wenn ich das mit 100 mal nehme, diese 0,35, dann wären 35 draus. Da muss ich allerdings, ne, wir müssen ja, wissen wir von oben noch, den Bruch so lassen, wie er ist, vom Wert her, dann habe ich hier oben auch mal 100 zu nehmen, also 500, 35stel, kann ich wieder kürzen, ist 107. Oder, das hatte ich früher gelernt, ich radiere das mal weg und zeige das nochmal. Und das hier unten kann ich stehen lassen. Nehmen wir mal an, hier steht, ich lasse mal gleich ein bisschen Platz, 5 geteilt durch 0,35. Dann hat uns unsere Lehrerin damals beigebracht, wenn ihr das Komma um zwei Stellen nach rechts verschiebt, müsst ihr hier mit zwei Nullen auffüllen. Das Gleiche, das ist der Hintergrund, der dahinter steckt, hier, was hier oben drüber ist. Wenn ich das nämlich als Bruch schreibe, dann weiß man, wenn ich mit 100 erweitere, fallen die Kommastellen weg, schiebe ich das Komma sozusagen. Und das ist nun mal 500 durch 35, das ist die gleiche Aufgabe wie hier oben und ich komme damit auch hin. Gut, belassen wir es dabei, das Video ist eh schon lange genug geworden. Ich hoffe, es hilft und alle, die immer wieder mit Bruchrechnung umgehen, haben dann keine Angst davor. Ich wiederhole es nochmal, üben, 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 selber schreiben und dann wird Mathe begreifbar, wenn ich es angreife, wenn ich den Stift angreife, wenn ich es selber hinschreibe. Dann lerne ich Mathe. Übt also solche Aufgaben. Schriftlich. Selbst.